Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, letztes Mal sind wir in diesen Dungeon hier angekommen. Immer noch auf der Suche nach Zelda und da machen wir direkt weiter. Gespannt. So. Schauen wir doch mal. Hier gibt's wieder Spinnenweben. Gefällt mir gar nicht. Weg mit dir, du Dreckszeug. Oh, natürlich laufe ich wieder rein. Wie immer halt. Okay, wow! Wo bist du, Skulltula? Au, wow! Ich sollte aufpassen, was ich tue, ey. Sterb hier ab. War hier irgendwas zum Heilen eigentlich dabei? Eine leere Flasche. Ich muss den mal trinken. Verrecke hier. Gott. Diese Skulpturen sind bösartig. Nein, ich drücke immer A zum Ab, zum Eckstecken. Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Was? Oh. Welche Türen? Was? Von was sprichst du? Au! Ich krieg meine Tastatur geschlagen. Sollte man nicht tun. Zack! Tschüss. Ja. Ich sollte mir echt dringend im Wolkort noch so einen Herztrank holen. Das wäre echt zu empfehlen. Ich sehe, was hier abgeht. Was? Ich muss. Was soll ich? Hä? Was? Was geht ab? What the fuck? Die Tür zu linken und rechten. Ich muss die Juwelen jeweils einmal oben und unten treffen. Was? Was heißt das? Welche Juwelen? Was? Ich blick's noch nicht so wirklich. Was das Spiel von mir will? Moment, ich kann... Nach draußen speichern? Nein, ich mich da hoch. Bringt mir was, wenn ich jetzt hier draußen bin? Nichts, oder? Nö. Hä? Was will das Spiel von mir? Ich raff's noch nicht wirklich, was das Spiel von mir will. Okay, das ist Quatsch. Trifft die Juwelen die Türen zur linken und zur rechten vor allem? Da ist keine links und rechts. Was willst du von mir, Spiel? Na, Moment mal, hier sind doch Juwelen. Ach so, da kann ich durchkriechen. Muss man erst was sehen hier. So, also einmal oben, einmal unten. Das ist schlecht. Ja, es ist nämlich hier auch Wasser. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso. Achso. Das ist natürlich zufällig, weil ich jetzt da eh voll. Der ist ja klar ist.
Okay, ich hab's verstanden. Muss man aber erstmal draufkommen, ey. Was mache ich jetzt mit dem Wasser? Eigentlich? Was bringt mir das? Was bringt mir jetzt das Wasser? Ganz ehrlich. Das bringt mir doch jetzt überhaupt nichts, oder? Und das ist Zelda, ne? Es ist gar nicht so einfach, stell ich fest. Bin ich jetzt so doof, oder? Hä? Die Kraft ist nicht. Mann, warum ist Link so langsam im Wasser? Oder ist jetzt draußen auch Wasser? Moment. Draußen ist jetzt auch Wasser. Aha. Bringt mir das irgendwas? Bringt mir das irgendwas? Das ist die gute Frage. Aha. 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 Du. Cool. Das ist war mir. Also. Rätselbeschreibung, die war wieder mal total suspekt. Oder denke ich das nur? War das so offensichtlich? Nicht wirklich, oder? Naja, egal, wir gehen wieder halt weiter. Haben wir wieder so einen Bockblin. Hi. Na, was geht bei dir? Ach, verarsch mich doch nicht. Mann, ey. Ha. Zack. Bumm. Bumm und bumm. Und zack, zack. Komm mal. Hallo? Der verarscht mich, ne? Alter! Oh Mann! Oh, der ist Guldula. Ich könnte auch einfach, ne? So. Könnte ich auch eigentlich darüber. Und hopp! Achso, das so ist nicht schwingen. Das war das beste Schwingen der Welt. Nämlich gar nicht, war das. Schwungen. Ich möchte nicht unbedingt an diesen Skulpturen vorbei, ganz ehrlich. Weil meine Herzen machen mir ein bisschen Sorge. Und hopp! Ja, hallo, Link! Link. So, jetzt nochmal. Und hoppsa. Jawohl. Dankeschön. Geht doch. Oh, wieder so ein Ding. Wamm. 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 Ha. Ach so, dass ich dich treffen kann. Danke. So, das Herz nehme ich mit. Haben wir hier. Was steht hier? Wieder eine kryptische Nachricht, die ich eh nicht verstehe. So. Trifft die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Findet die Karte in der zentralen Kammer. Aha. Okay. Auf der Karte sind Juwelen markiert. Hier haben wir eine blaue Kiste. Was ist denn da drin? Oh mein Gott! Das ist die Dungeon-Karte allen. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung, welche Räume du noch aufsuchen musst. Aha. 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 Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalt sieht es halt gut im Auge.
Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast so in einer Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken bloß auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden. Und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie markieren eben genannte Stellen. Weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesen keine Signallichter setzen kannst. Aha. Ja, das habe ich gesehen. Hier ist noch eine Karte. Eine Schatzkarte. Das mir nicht sagt, aber gut. Und hier müssen wir Dinge abschießen. Okay. Dann haben wir zu tun. Spup. Erstmal rechts, weil hier war eine Schatzkiste. Die möchte ich haben. Plopp. Das ist ein cooler Dungeon. Gefällt mir bisher sehr gut, eigentlich. Bis auf die komischen Spinnenweben, die nerven ein bisschen, aber naja. Gut, ne? Ist nicht so tragisch. Hui, das wollte ich nicht. So, wie komme ich denn da rüber? Das ist eine gute Frage. Nein. Los. Ach so, von da muss ich quasi darüber. Okay, I see. Und hinter mir rechts ist noch was. Noch ein Gang. Da ist irgendwo ein Gang. Da rein? Nee. Da wieder hin. Ich drücke immer Minus für die Karte. Warum? Komme ich denn da? Ach, unter Wasser. Moment. Aha. Ich konnte doch nicht unter Wasser tauchen, oder? Hä? Ich muss da irgendwie reinkommen. Hm? Da oben muss ich doch rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geh erstmal auf die andere Seite. Ich glaube, ich fahre erstmal hier in dem Raum um. Wie wär's denn? Warum ist denn zum Beispiel hier so ein Ding? Stimmt nicht ohne Grund. Tschüss. Kann ich da... Nein, schade. Ich dachte, da kann ich hochrennen, aber von wegen. Oh nein, jetzt komme ich hier nicht raus. Tja. Ne? Diese komischen Skulpturas. Auf dem Weg rechts. Ja, aber ich muss die Skulptura zerstören. Au. Au. Ach, diese Skulpturas, ne? Alter, die sind bösartig. Irgendwie effizient erledigen. Fei, hilf mir. Ist eine Skulptura. Diese hier bedient, wenn sie eine große Spinne lebt, in den Tiefen des Waldes und spinnt enorm lange Fäden. Sie fängt ihre Beute in ihr Netz und greift sie danach an. Ihr Rücken ist gepanzert. Ihr Bauch jedoch sehr empfindlich. Ich bin gerade dabei, ihr Verhalten genau zu analysieren. Was diesen Gegnertypus insgesamt einmal besiegt. Du verhältst dich im Kampf mit diesem Gegnertypus meiner Folge sehr ungeschickt. Ja, dann hilf mir! Wie funktionieren die Teile?
Ja? Alter, wie funktionieren die? Ich hab keine Ahnung. Jetzt hab ich hier ständig das Gepiepse. Ja, wunderschön. Sag mal ehrlich, wo ist denn hier was zum... Da vielleicht, ne? Oh, Anzahl, jetzt ist hier ständig das Piepse. Aha. Aha. Haben wir schon mal ein Ziel gefunden. Aha. I see. Oh, dieses Schwingen. Wie Steuerung. Ich hasse sie eigentlich. Von ganzem Herzen. Oh, schönen Herz. Es gibt Diebs auf. Danke. Ah, dieses Skulltulas. Ich habe keine Ahnung, wie man die besiegen will. Ganz ehrlich. So, und jetzt, ne? Geht's nicht da hoch? Ernsthaft? Oh. Jetzt möchte ich eigentlich da hoch. Jawohl. Genau so habe ich mir das gedacht. Und jetzt kommen wir nämlich da rechts irgendwo hin. Wir haben nur noch 3 Schuss in unserer Schleuder. Das ist nicht so gut, aber gut. Passt schon. Schwupp. Boah, Skulltulas, hey. Mal sehen, ob ich die jetzt irgendwie... Uiuiui. Ja. Aha. Oh wow. Aber wie man die dann an ihren Spinnennetzen killt, das ist echt erstaunlich zu befragen. Aha. Hallo? Ihr seht ja mal diese komische Wii-Steuerung, jetzt mal ganz ehrlich. Hallo? Ging doch vorhin auch. Hä? Boah, ich muss mal wieder zentrieren hier. So. Jetzt nochmal. Wumm. 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 Hä? Bin ich blöd? Wie Steuerung? Ganz ehrlich, was soll das? Ja klar, wenn ich zu schnell schwing. Alter! Willst du mich verarschen eigentlich? Sag mal. Das ging doch vorhin so, oder nicht? Sag mal, ich bin doch jetzt nicht geistig verwirrt. Ey, das macht mich kirre! Fei, bitte hilf mir! Ach so, die können sich nicht einzeln besiegen lassen. Kann ich die irgendwie beide gleichzeitig anzeigen lassen? Aha! Danke, Fei! Oh mein Gott! Na gut.
gut, Freunde. Würde ich aber erstmal sagen, an dieser Stelle beende ich erstmal wieder den heutigen Part, denn das war schon wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.